auch mal Kürbis füllen. Ja, das habe ich jetzt vor. Und zwar brauchen wir zwei Kürbisse, also ja, zwei Hokkaidos am besten. Oder ihr könnt auch jeden anderen Kürbis nehmen, auf den ihr Lust habt. Butternut eignet sich gut. Allerdings ist da das Loch in der Mitte nicht so groß, aber das macht ja nichts. Die Masse drauf, die schmeckt ja. Also Hokkaido. Und ich habe hier noch so ein wunderschönes Exemplar Patisson oder Patisson oder ich weiß wirklich immer noch nicht, wie man das ausspricht. Und ja, den Ofen, den habe ich schon mal auf 175 Grad vorgeheizt. Und jetzt schnitze ich hier erstmal an diesem Kürbis rum, weil ich da einen Deckel haben will. Bei einem Hokkaido ist es einfacher, das säbel ich einfach nur. Aber hier muss ich da dann doch ein bisschen schnitzen. Ich weiß, ihr schimpft gleich wieder über mein Messer, aber das ist wirklich richtig scharf. Ich muss nur hier ein Loch reinbringen. So, es wird was lange währt, wird gut. Ich habe jetzt da so ein bisschen dran rumgedoktert. Und dann kann ich hier den Deckel hier so abheben und dann höhle ich das erstmal hier so mit so einem, einfach mit einem ganz normalen Esslöffel aus. So, das Ganze wiederholen wir hier noch mit dem Hokkaido. Da habe ich ein bisschen zu wenig vom Deckel abgeschnitten. Das macht aber gar nichts. So, und auch den höhlen wir so richtig schön aus. So, wenn der ganze Schnodder hier draußen ist, gebt ihr einfach einen Esslöffel Öl hier rein. Ganz wenig und pinsel das ein. Wenn ich einen Pinsel finde, dann würde ich dann auch in die Mitte pinseln hier und pinsel das Ganze einfach nur von innen so ein. Ganz wenig nur, also wie gesagt, ein Esslöffel für den ganzen Kürbis reicht und auf den ganzen Esslöffel, auf den ganzen Kürbis ist ein Esslöffel wirklich nicht viel. Ich gebe auch hier ein bisschen ran, einfach einen ganz kleinen Klecks, ein bisschen eingepinselt. Der Deckel ist eigentlich eh nur Deko. Genauso wie hier. Auch einen ganz kleinen Schluck Öl rein. Wirklich vielleicht eher so ein Teelöffel schon. Und die beiden Stücke, die kommen jetzt so wie sie sind. Ach nee, salzen müssen sie noch. Das salzen sie natürlich auch noch. Wenn die beiden Hokkaidos oder die beiden Kürbisse fertig geölt und gesalzen sind, kommen die für eine Viertelstunde schon mal bei 175 Grad in den vorgeheizten Ofen. Und dann kümmern wir uns in der Zwischenzeit um die Füllung. So, und nun werden wir uns ganz beherzt dem Gemüse widmen, also beziehungsweise der Füllung. Wir brauchen hier 5 Cherry-Tomaten, eine Zwiebel, eine halbe Zucchini. Dann brauchen wir noch 90 Gramm Couscous und Salz, Pfeffer, Kurkuma und noch ein paar Champignons. Also ich habe hier diese tollen Exemplare. So, ja, so 4-5 Stück, einfach für den Geschmack. Ich werde jetzt erstmal beherzt alles in den, 250 Gramm Gemüsebrühe. Ich werde jetzt hier erstmal alles ganz beherzt in den Topf hier rein. Oh, meine Küche, die schaut immer aus wie Bombe. Werde hier alles ganz beherzt in den Topf hier rein raspeln. Was hier im Hintergrund dampft, das ist die Kürbissuppe, die ihr bis ihr dieses Video seht, auch schon gesehen habt, wie die funktioniert. Also als erstes mal die Möhrchen oder die Möhre raspeln. So, irgendwann kann ich dann mal hier den Herd einschalten. Ich schalte ihn einfach so ein, gebe die Pilze noch mit rein, gebe die Gemüsebrühe. Ihr könnt das natürlich auch in Öl anbraten, damit noch mehr Aromen freigegeben werden. Das ist euch überlassen, aber ich möchte halt das Ganze so fettarm wie möglich machen und deswegen eben so. So, ein bisschen Gemüsebrühe darf noch hier mit rein. Ja, dann schnippel ich in der Zwischenzeit dann schon mal die Tomaten klein. So, auch die gebe ich jetzt hier mit dazu. Und wenn das Ganze dann mal kocht, dann kann der Couscous dazu, der Herd kann aus und das Ganze muss nur noch quellen. Wenn diese Masse hier kocht, dann könnt ihr den Couscous hier noch einrühren.
Dann können die Gewürze ran, also Kurkuma, da gebe ich recht ordentlich ran. Ich mag das nämlich unglaublich gerne. Salz brauche ich jetzt nicht mehr wegen der Gemüsebrühe und weil der Kürbis auch schon innen gesalzen ist, wem das aber nicht genügt, der kann natürlich gerne nachsalzen, aber ich gebe noch ordentlich Pfeffer mit ran. So, der Herd ist aus, wie gesagt, und das lasse ich jetzt einfach nur noch ganz kurz stehen und warte, bis die Hokkaidos soweit sind. So, es ist soweit, Kürbis ist fertig. Ja, jetzt füllen wir einfach nur noch die Masse hier ein. Also richtig voll. Die Masse reicht auch. Also für locker. Wahrscheinlich bleibt sogar noch ein bisschen was übrig. Ich habe die Angewohnheit, wenn ich irgendwie Gemüse fülle, dass ich immer viel zu viel Masse mache. So, das ist jetzt schon mal der eine. Ah, heiß. Da gebe ich jetzt hier so dekorativ den Deckel drauf. Bisschen was überquillt, ist es gar nicht schlimm. Und dann haben wir hier noch den Hokkaido. Auch der will natürlich gefilmt werden. Und auch der lässt sich herrlich füllen. So viel ist gar nicht übrig. Vielleicht kriege ich sogar noch... Nein, alles kriege ich nicht weg. An Füllung. So, das könnt ihr ruhig bis zum Rand voll machen. So, habt doch fast alles wegbekommen. Da auch den Deckel drauf und dann nochmal für eine Viertelstunde in den Ofen. So, und hier haben wir zwei wunderschöne Kürbisse. Wir haben hier einmal den hier. Ja, davon kann ich locker zweimal essen. Und einmal den hier für meinen Freund. Der ist auch unglaublich lecker, also schaut euch den mal an. Und den werde ich auch jetzt direkt mal knacken, einfach so. Ich schneide ihn mal an. Also er ist wirklich butterweich und wunderschön und oh, das ist richtig lecker. Schaut's euch an. Ja, jetzt würde mich mal euer liebstes Gemüse interessieren, was ihr gerne gefüllt mögt, ob es Tomaten sind oder Zucchini, Kürbis. Man kann ja alles Mögliche. Ja, da würde mich einfach mal euer liebstes Gericht interessieren mit gefüllten Dingen. Also ja, ansonsten abonniert mich weiter und ich freue mich über eure Kommentare und sage jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!